Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr möchtet ein eigenes Online-Video, zum Beispiel ein Fitness-Tutorial drehen? Dann seid ihr richtig. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert und zwar nur mit eurem Smartphone. Los geht's! So, dann zeige ich euch ein paar Kniebeuge noch. Super, super wichtig. In der Regel dreht ihr ja so ein Online-Tutorial im Studio, sprich in eurem Wohnzimmer oder in eurem Arbeitszimmer. Hier ist man das Problem, dass ihr euch um eine entsprechende Beleuchtung kümmern müsst, damit das Ganze auch professionell aussieht. Günstiger als in einem Arbeitszimmer, wo ihr dann ein externes Licht installieren müsst, könnt ihr euer Tutorial aber auch im Freien drehen. Zum Beispiel auf einer Wiese, im Garten oder auf eurem Balkon. Und wie das Ganze funktioniert, darum geht es in diesem Video. Völlig ohne externe Beleuchtung. Ihr braucht nur euer Smartphone, ein gutes Mikro, natürlich ein Stativ und schon kann es losgehen. Silvana möchte mit eigenen Fitness-Yoga-Tutorials einen eigenen YouTube-Kanal gründen. Und sie möchte das Ganze am liebsten so günstig wie möglich filmen und sie möchte das Ganze natürlich mit dem Smartphone filmen. Ganz wichtig ist natürlich als erstes erstmal die Einstrahlung des Sonnenlichts. Jetzt gibt es die unterschiedlichsten Lichtsituationen, auf die ihr treffen könnt. In diesem Fall die ungünstigste Lichtsituation, das sogenannte Splitlicht. Silvana steht halb im Schatten und halb in der Sonne mit dem Gesicht, sodass eine Seite des Gesichtes so ein bisschen unterbelichtet und die andere überbelichtet ist. Also ihr könnt hier nicht den optimalen Punkt finden. Besser ist es, Silvana halt komplett in die Sonne zu stellen oder optimalerweise in den Schatten. Wenn Silvana komplett in der Sonne steht und Richtung Sonne schaut, dann wirft es harte Schatten im Gesicht. Sie muss blinzeln und das Ganze sieht ziemlich angestrengt aus. Besser ist es in diesem Falle, die Sonne von hinten kommen zu lassen. Das heißt, einmal drehen von der Sonne weg, die Sonne im Hintergrund hat auch gleichzeitig den Vorteil, dass die Haare dann von euch so einen schönen Halo-Effekt werfen. Das Ganze setzt sich so ein bisschen vom Hintergrund ab, das sieht alles sehr wertig aus und man kann ganz entspannt dann in die Kamera schauen, ohne mit den Augen zu blinzeln. Deswegen immer besser, die Sonne im Rücken zu haben, als frontal zur Sonne zu filmen. Für die Einführungssequenz benutzt Silvana den Gorillapod, das Tischstativ. Wichtig ist, dass diese Halteklemme, die ihr auf eurem Stativ befestigt, noch einen Blitzfußadapter hat für ein externes Mikrofon. Weil ihr solltet auf keinen Fall so ein Tutorial mit dem internen Mikrofon eures Smartphones filmen. Es sei denn, ihr seid ganz nah davor. Wenn ihr im Abstand von ein paar Zentimeter vor eurem Smartphone euch befindet, mag das noch einigermaßen gehen, aber auch das klingt nicht wirklich professionell. Viel besser ist es, ein externes Mikrofon zu verwenden. Und dafür braucht ihr den Blitzfußadapter, um dieses dann zu befestigen. Silvanas erste Wahl trifft auf das Richtmikrofon von Rode, das VideoMic. Und das Ganze schützt sie noch mit einem externen Windpuschel, um einfach die störenden Windgeräusche auszublenden. Ganz wichtig, wenn ihr draußen im Freien filmt, wenn es nur auf dem Balkon ist, verwendet auf jeden Fall so ein Windfell, um die störenden Windgeräusche dann zu eliminieren. Es reicht oftmals nur ein ganz einfacher Wind- oder Luftzug und damit habt ihr so gleich so komische störende Geräusche dann im Hintergrund und die können eure Aufnahme versauen. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Dieses Windfell, auch Dead Cat genannt, könnt ihr ganz einfach auf euer Mikrofon einfach darüber stülpen und schon seid ihr startklar. Das Richtmikrofon wird mit einem speziellen Adapterkabel, ein sogenanntes TRS-Adapterkabel, was ihr daran erkennt, dass es an einer Seite zweipolig ist und an der anderen Seite dreipolig, wird es dann mit einem entsprechenden Adapter, in diesem Falle hier mit dem Apple Lightning Port Adapter, mit dem Smartphone verbunden. Und schon ist das Richtmikrofon installiert und ihr seid startklar. Heute auch schon ein Live-Meeting zu. Und ich muss sagen, ich bin seit 7 Uhr hier dran und mein Nacken tut mir mittlerweile richtig weh. Silvana, stopp. Das geht auf jeden Fall noch besser, weil gerade wenn ihr ein eigenes Online-Tutorial macht, kommt es ja darauf an, dass ihr motiviert vortragt, dass ihr die Leute mitreißt. Und das Schöne ist ja beim Filmemachen, es muss nicht sofort perfekt sein. Auch bei mir klappt nicht alles sofort perfekt. Ich brauche auch mal 3, 4, 5 Anläufe, um meine Moderation hier fertig zu machen. Ich verhaspel mich auch mal sehr gerne. Ist überhaupt nicht schlimm. Ihr habt doch viele Anläufe. Ihr seid doch nicht live hier auf Video. Ihr könnt doch einfach so viel probieren, wie ihr wollt. Und selbst wenn mal der ein oder andere Verhaspler mit rüberkommt, das macht doch eher sympathisch und wirkt authentisch, als wenn ihr alles nur perfekt vortragt. Also macht euch da keine zu großen Gedanken. Versucht einfach nur motiviert vorzutragen, das, was ihr da zeigt, auch entsprechend dann rüberzubringen. Und versucht es nicht einfach irgendwie geistig abzulesen, sondern seid bei der Sache. Tragt freudig und motiviert eure Übungen dann vor. Und ich denke mal, dann sollte das funktionieren.
Ja, ich habe den ganzen Vormittag schon Homeoffice gemacht und echt mein ganzer Nacken und alles ist schon verspannt. Ich habe jetzt gar keinen Bock dazu. Ich zeige euch jetzt einfach mal Übungen, die ihr zu Hause machen könnt, zur kurzen Entspannung. Viel besser. So ein Richtmikrofon ist eine praktische Sache, nur ihr müsst beachten, dass ihr euch dann relativ nah am Mikrofon befindet. Sobald ihr weiter als einen Meter vom Mikrofon entfernt seid, hört ihr störende Geräusche aus der Umgebung. Wie der Name ja schon sagt, Richtmikrofon, ist der Ton sehr gerichtet, aber je weiter ihr euch dann im Hintergrund bewegt, beziehungsweise nach hinten weg bewegt, dann habt ihr auch mehr Umgebungsgeräusche und dann hört sich das nicht gut an. Gerade bei einem Fitness-Tutorial hat man ja auch oft Bewegung im Bild. Ihr bewegt euch, ihr steht ja meistens nicht stumm vor der Kamera, ihr müsst ja irgendwas zeigen und deswegen ist in diesem Falle das Richtmikrofon nicht die optimale Wahl. Viel besser ist in diesem Falle ein sogenanntes Lavaliermikrofon. So ein Lavaliermikrofon könnt ihr ganz einfach ans Shirt klemmen. Ihr solltet so eine Handbreit Abstand halten zwischen Kinn und dem Mikrofon. Und dann könnt ihr das Kabel so nach hinten unter dem T-Shirt dann nach hinten führen und die Sendeeinheit für dieses Mikrofon ganz einfach in die Tasche stecken. Am Smartphone wird dann oben auf dem Blitzfußadapter eine Empfangseinheit draufgesteckt und dann wieder mit dem entsprechenden TRS-Adapterkabel und dem Smartphone-Adapter mit dem Smartphone verbunden. Silvana verwendet die Funkstrecke von Rode, das Filmmaker-Kit. Das ist eine sehr günstige, aber auch eine sehr gute Funkstrecke und die kann ich euch auf jeden Fall für den Start empfehlen. Wenn ihr das Stativ aufbaut, solltet ihr darauf achten, dass die Kamera sich so einigermaßen auf Augenhöhe befindet. Beziehungsweise bei Bodenübungen fast natürlich so in Bodenhöhe. Auf jeden Fall in der Position, wo man die Übungen natürlich nachträglich am besten auch sieht. Je nachdem, was ihr da für Fitnessübungen dann vorführt, sollte man diese natürlich in der ganzen Zeit mit der Kamera auch zu sehen bekommen. Deswegen macht euch so ein bisschen Gedanken vorher, bevor ihr die Kamera aufstellt, wo diese auch steht, dass die ganze Übung natürlich perfekt aufgenommen wird. Die nächste Stufe wäre natürlich diese Übung mit zwei verschiedenen Smartphones aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zu filmen, aber die stehen euch ja in der Regel meistens ja nicht zur Verfügung oder ihr leiht euch von einem Freund ein zweites Smartphone. Aber der Normalfall ist ja so, ihr habt ein Smartphone und nimmt auch nur eine Spur auf. Ihr könnt natürlich die ganze Übung noch zweimal aufnehmen, also ihr macht das gleiche Tutorial quasi zweimal hintereinander, dass ihr die Smartphone-Kamera einmal von vorne präsentiert und dann vielleicht nochmal von schräg oben oder ja nochmal von Bodenhöhe aus dem anderen Blickwinkel. Das ist natürlich dann ein bisschen so die doppelte Arbeit. Ihr müsst alles so ein bisschen zweimal zeigen, aber zeigt eventuell die Übung noch mal ein bisschen transparenter für den Betrachter und macht es ihm so einfacher, das Ganze dann nachzuvollziehen. Zunächst solltest du natürlich vor den Aufnahmen deine Smartphone-Kamera noch mal kontrollieren, dass die Einstellungen passen. Als erstes kannst du sogenannte Hilfslinien einblenden, die dir einfach so ein bisschen bei der Justierung deiner Kamera helfen. Das ist eine ganz praktische Geschichte. Idealerweise solltest du deine Aufnahmen auch in hoher Auflösung filmen, zum Beispiel in 4K. Dann hast du erstens die Zukunftssicherheit, dass deine Bilder auch in ein paar Jahren noch gut aussehen. Aber viel praktischer ist es ja, dass du in dieses 4K-Material noch reinzoomen kannst, wenn du zum Beispiel nur gewisse Ausschnitte einer Übung nochmal im Detail zeigen möchtest. Und trotzdem hast du dann noch eine gute Bildqualität. Deswegen, man muss nicht unbedingt nur 4K aufnehmen, damit man in 4K das Ganze abspeichert, sondern du hast wirklich die Chance, noch ein Detail deiner Übung nochmal genauer zu zeigen, was einfach dann in der Auflösung dann nicht pixelig wird. Deswegen versuche in 4K zu filmen. Bei der Bildrate musst du jetzt entscheiden, ob du sehr schnelle Übungen zeigst, die du nachher zum Beispiel auch mit halber Geschwindigkeit wiedergeben möchtest. Wenn du so Slow-Motion-Effekte einbauen willst, dann solltest du hier zum Beispiel 60 Bilder die Sekunde wählen. Es reicht aber in der Regel auch bei normalen Übungen, insbesondere hier bei Yoga-Übungen, die ja nicht schnell und ruckartig passieren, reicht eine Einstellung von 30 Bildern die Sekunde. Silvana ist einsatzbereit. Auf geht's! So, dann zeige ich euch ein paar Kniebeuge noch. Super, super wichtig. Und je weiter ihr runter geht, umso anstrengender wird es für euch. Probiert es einfach mal aus. Einfach die Arme mal drüber halten. Das ist noch was gut gegen die Wackelarme hier. Ich glaube, will keiner haben. Zeige ich das mal von der Seite und dann wirklich
runter. Wenn man sich selbst mit dem Smartphone filmt, ist das ja immer so eine Sache. Man kann natürlich mit der Frontkamera filmen. Bei vielen Smartphones hat die Frontkamera allerdings nicht die Qualität von der Rückseitenkamera. Da müsst ihr so ein bisschen spielen. Natürlich könnt ihr dann, wenn ihr mit der Frontkamera filmt, euch immer ständig beobachten, dass ihr auch richtig im Fokus seid. Und dann seht ihr einfach auch, dass die Aufnahme läuft. Weil wenn man sonst mit dem Smartphone, mit der Rückseitenkamera filmt, ist das ja immer so ein bisschen so tricky. Man weiß nicht, läuft die Aufnahme jetzt wirklich? Bin ich überhaupt im Bild? Und gerade das Thema, bin ich im Bild, könnt ihr noch so ein bisschen entschärfen, indem ihr zum Beispiel noch ein externes Weitwinkelobjektiv verwendet. Wenn euer Smartphone keine interne Weitwinkellinse hat, dann könnt ihr noch so das Gesichtsfeld ein bisschen vergrößern und damit die Chance erhöhen, wenn ihr euch vor der Kamera hin und her bewegt, was ihr in der Regel beim Action-Fitness-Tutorial dann auch tut, dann habt ihr einfach noch mehr die Chance, dass ihr im Fokus seid. Um ein externes Objektiv am Smartphone zu befestigen, könnt ihr ein sogenanntes Lens Case verwenden, was ihr einfach auf das Smartphone aufklippen könnt. Und dann könnt ihr verschiedene Wechselobjektive verwenden und einfach aufschrauben. Zum Beispiel von Wolfilms die Wide Lens. Dann habt ihr ein wesentlich größeres Gesichtsfeld, perfekt für Fitness-Tutorials, wenn ihr euch halt so ein bisschen im Bild bewegen wollt. Oder ihr müsst halt, wenn ihr mit eurem Smartphone filmt, das Smartphone noch weiter wegstellen von euch. Aber das hängt natürlich auch von der Location ab. Gerade wenn ihr auf dem Balkon filmt, habt ihr ja nicht so viel Platz, wo ihr dann die Kamera wesentlich weiter noch nach hinten stellen könnt oder ihr fallt vom Balkon. Das wollt ihr ja nicht. Deswegen, in diesem Falle kann die Verwendung einer Weitwinkellinse auf jeden Fall vorteilhaft sein. Ihr könnt natürlich auch mit der Ultraweitlinse eures Smartphones filmen, soweit diese halt in eurem Smartphone integriert ist, wie beim iPhone 11 Pro hier zum Beispiel. Allerdings hat diese Ultraweitlinse einen sehr weiten Winkel und verzeichnet auch ziemlich stark an den Seiten. Da ist der Look der Weitwinkellinse von Wolfilms auf jeden Fall gefälliger. Da werden die Seiten nicht so abgekrümmt und die Ultraweitwinkellinse ist schon sehr weitwinklig. Wenn ihr doch mit der internen Frontkamera eures Smartphones filmt, müsst ihr so ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht verleiten lasst, so auf dem Bildschirm zu schauen während der Filmerei. Dann würde es nämlich so aussehen. Man spricht so ein bisschen ja so nebenher. Ihr müsst wirklich dann auf die integrierte Frontkamera am oberen Ende schauen, damit es einfach organisch und gut aussieht. Weil sonst sieht es immer so aus, als wenn ihr so ein bisschen euch mit dem so ein bisschen so schielender Blick so leicht daneben unterhaltet und das ist nicht so schön. Deswegen, damit das gar nicht erst passiert, solltet ihr besser mit der meist sowieso besseren Rückseitenkamera filmen. Nur, es erfordert natürlich immer so ein bisschen Einstellung. Generell solltet ihr natürlich beim Filmen den Fokus fokussieren. Das könnt ihr einfach machen, indem ihr die sogenannte AEAF-Sperre aktiviert, wenn ihr länger mit dem Zeigefinger auf euer Display drückt. Diese sogenannte AEAF-Sperre sorgt ja dafür, dass sich weder die Belichtung während des Films ändert, noch der Fokus hin und her springt. Wenn ihr zum Beispiel euch im Bild von links nach rechts bewegt, würde sonst der Fokus anfangen zu pumpen und dann habt ihr mal den vorderen Bereich scharf und mal den hinteren Bereich und das ist auch nicht gewünscht. Deswegen ganz wichtig, die AEAF-Sperre aktivieren, indem man einfach mit dem Zeigefinger etwas länger auf das Display drückt. Wenn du alleine filmst und keinen zweiten Mann dabei hast, der dir so ein bisschen beim Filmen assistiert, musst du einfach irgendeinen Gegenstand dort platzieren, wo du später dich befindest und deine Übungen vorführst. Und diesen Gegenstand kannst du dann mit dem Smartphone einmal fixieren, den Fokus dann mit der AEAF-Sperre arretieren und ja, und dann kannst du später dich an der Stelle bewegen und dann ist auf jeden Fall alles scharf im Fokus. Wenn du diese AEAF-Sperre aktiviert hast, kannst du mit dem Zeigefinger leicht nach oben und unten den Finger auf dem Display bewegen, um so ein bisschen die Belichtung nachzujustieren. Dass auf jeden Fall alles entsprechend gut ausgeleuchtet ist, damit nichts überbelichtet ist und beziehungsweise auch nicht unterbelichtet ist. Und damit bist du jetzt eigentlich startklar und das Tutorial kann beginnen. So, und am besten würde ich sagen, fangen wir mit dem Nacken an. Denn gerade bei Homeoffice, man schreibt viel, man liest viel, man ist viel an seinem Handy. Einfach mal ein paar Nackenbewegungen. Ich zeige euch das, macht es einfach nach, macht es mit. Könnt ihr wirklich, ich würde es jede Stunde einmal machen, aufstehen und ein bisschen was tun. Jetzt habt ihr euer Videomaterial aufgenommen. Jetzt müsst ihr das Ganze natürlich noch zusammenschneiden. Das könnt ihr einerseits natürlich hier am Rechner machen, wie ich hier meine Videos mit Final Cut schneide. Ihr könnt aber auch direkt in eurem Smartphone mit einer Videoschnittsoftware, die es auch zu relativ günstigen Kursen schon gibt, die Videos direkt zusammenschneiden. Ihr seid zum Beispiel unterwegs, irgendwo im Urlaub oder ja, ihr habt gerade keinen Rechner dabei und wollt schnell eure Videos zusammenschneiden, dann könnt ihr das tun, zum Beispiel, wenn ihr ein iPhone benutzt mit der Software iMovie oder auch bei Android-Systemen mit einer Adobe-Software, zum Beispiel Adobe Premiere Rush. Da könnt ihr einfach die einzelnen Clips in der Reihenfolge so hintereinander stückeln, wie ihr sie braucht. Ihr könnt die Anfangs- und Endpunkte dann entsprechend zusammenschneiden, noch gewisse Übergänge reinführen,
Übertreibt es aber nicht mit Übergangseffekten. Das wird oft sehr schnell, wirkt langweilig und störend. Konzentriert euch lieber auf das, was ihr wirklich präsentieren wollt. Zeigt es klar und deutlich, ohne viel Schnickschnack dabei. Jedenfalls könnt ihr mit dieser Videoschnittsoftware, auch mit der App auf eurem Smartphone, direkt das Video fertig schneiden und dann entsprechend in hoher Qualität auch abspeichern. Du siehst, ein eigenes Fitness-Tutorial zu drehen, gerade auch im Freien, ist überhaupt kein Hexenwerk. Es funktioniert wirklich sehr einfach. Du brauchst nicht großartig teures Zubehör-Equipment. Das Wichtigste ist in diesem Falle wirklich ein gutes Mikro, gerade wenn du nicht nur Übungen vormachst, sondern diese auch noch kommentierst. Du brauchst nur dein Smartphone, ein bisschen Zubehör, ein gescheites Stativ und schon kannst du durchstarten. Ich hoffe, dieses Video hat dich ein bisschen motiviert, selber jetzt auch mal ein eigenes Online-Tutorial zu starten und dir so ein bisschen die Hemmschwelle genommen, dass du überlegst so vorher, hey, was brauche ich alles an Zubehör und das ist eh zu aufwendig. Nein, ist es nicht. Du brauchst gar nicht viel, du kannst direkt durchstarten. Hinterlasst mir sehr gerne eure Kommentare zu diesem Video und gebt mir auch bitte ein Like, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, natürlich umso mehr, denn ich werde noch in Zukunft einiges zum Thema Filme machen, rund um Smartphone-Filmerei, aber auch die Filmerei mit normalen DSLM-Kameras. Wird es noch einiges geben auf meinem Kanal, da gebe ich euch noch so einige Tipps und Tricks. Schaut auch gerne auf wollfilms.de, hier findet ihr noch eine ganze Menge zum Thema Filme machen, Tutorials und Zubehör, alles das, was ihr so braucht zum Start. Und da gibt es dann noch weitere Informationen. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, euer Rainer. Ciao.